107er ist ein zeitlos schönes Auto. Wir riskieren hier unser Leben, ne? Wäre ich jetzt ein Angestellter, würde ich mich wahrscheinlich krank schreiben lassen. Ich wollte euch einfach mal die zwei Autos zeigen, die ihr hier mitgebracht haben. Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode. Wie ihr sehen könnt, ist hinter mir ein bisschen Leere. Wir fahren zur Motorworld Classic hier in Berlin. Das ist quasi das letzte Datum im Jahr, wo man als Oldtimer-Fan noch ein bisschen was zu sehen bekommt. Danach geht es weiter erst im Februar und März. Also bis dahin muss man so ein bisschen die Durststrecke überwinden. Wir haben uns überlegt, wir nehmen euch diesmal mit, weil wir sind dort selber Aussteller, das erste Mal. Und so kriegt ihr ein bisschen mit, wie unser Ablauf war. Und ja, ihr werdet dann auch ein bisschen sehen, was dort auf der Messe war, für die Leute, die vielleicht nicht regional angereist sind. Ich würde sagen, wir starten los, wir packen noch ein paar Sachen ein und dann holen wir das Auto ab und dann geht's auf die Messe. Komplett bis aufs Blech geschliffen, ne? Also einmal komplett Dings. Mit Sandstrahlen und so weiter. Ja, ja, komplett. Okay. Also nicht nur schwarz. Nein. Okay. Komplett. Das ist aber richtige Restauration. Also. Ja, ist schon. Leder hast du auch machen lassen. Ja, ja. Hier ist das Originalfarbe. Ja, ist Originalfarbe. Wenn du jetzt hier was wegnehmen würdest, hinter der Verblendung, siehst du, dass es dunkel ist. Also die Originalfarbe, okay. Weil das ist jetzt wegen Sonne, weißt du? Ja. Und der Deck habt ihr auch sauber gemacht. Das ist viel besser geworden. Ja. Ja, super. Kann ich mich erblicken lassen. So Leute, wir sind jetzt am 107er unterwegs. Die Truppe ist hinter mir. Ich habe mal so einen kurzen Moment, um alleine zu sein. Das ist auch ganz... ganz angenehm ist, weil ich kann ja dann mal in Ruhe mit euch kommunizieren. Also, ich muss euch sagen, 107er ist ein zeitlos schönes Auto, aber auch nur, wenn er europäische Stoßstangen dran hat. Über die Scheinwerfer lässt sich streiten. Ich merke, dass unsere Kunden viel öfter anfragen und sagen, hey, wie sieht's aus, ich hätte gerne die europäischen Stoßstangen. Die besorgen wir den Kunden meistens dann auch direkt aus Vietnam. Also, ich bin mal gespannt, wie viele 107er wir auf der Messe treffen. Ich habe gestern schon ein, zwei 129er gesehen. Und ich bin da sehr gespannt. Ich freue mich schon sehr drauf. Eins muss ich aber euch noch sagen. Das Ding fährt sich so geil. Es entschleunigt. Du hast trotzdem ein sicheres Fahrgefühl. Du hast Fahrspaß. Ich meine, wir fahren jetzt bei 8 Grad hier draußen durch die Gegend. Es macht trotzdem Laune. Es macht Spaß. Ja, Oldtimer. Braucht die Welt, sie entschleunigt, wir werden weniger aggressiv, weil wir nicht so auf unsere Vorfahrt beharren und nicht unbedingt der Meinung sind, wir haben jetzt recht. So, mit einem Oldtimer bist du gemütlich unterwegs, entspannt, genießt das Leben und lässt auch mal gerne dem anderen die Vorfahrt, ne? Weiter geht's, ab zur Messe, würde ich sagen. Ihr werdet euch das wahrscheinlich nicht vorstellen können, aber wir riskieren hier unser Leben, ne? Also eigentlich wäre ich jetzt ein Angestellter, würde ich mich wahrscheinlich krank schreiben lassen, aber the show must go on, so wie man so schön sagt. So, es ist geschafft. Wir haben den Stand aufgebaut. Dafür, dass wir letzte Woche damit begonnen haben, sieht er ein bisschen spärlich aus, aber ich bin komplett zufrieden. Ich will jetzt nicht meckern, das hat alles noch am Ende funktioniert. Wir können uns jetzt auf den Galaabend freuen. Ich wollte euch einfach mal die zwei Autos zeigen, die ihr hier mitgebracht haben.
Das ist einmal ein 560 SL der Baureihe 107. Viele von euch werden das Auto kennen. Das gute Stück ist mein privates Auto und ich dachte mir, nachdem wir ihn einmal komplett lackieren lassen haben und auch komplett die Innenausstattung machen lassen haben, den kann man einfach mal mitnehmen und zeigen und dann sieht man mal, wie das Ding auch aussehen kann, wenn es wirklich schick gemacht worden ist. Ich habe aber gemerkt, es ist mir ein Ticken zu klein. Das bedeutet, ich vermute, ich werde mich jetzt auch demnächst von dem Auto trennen. Dazu wird es auch nochmal ein separates Video geben, weil ich einfach so da drin sitze und mit der Cappy noch gegen das Dach stoße. Das ist Quatsch. Deswegen gehen wir zu meinem Lieblingsauto und da nehme ich euch auch einmal mit. Wir gehen mal rüber. Und zwar die Baureihe 129. Das ist mein persönlicher Favorite, einfach weil ich aus der Kindheit mit dem Ding groß geworden bin. Das gute Stück hier ist ein SL600, das ist der Mob 2 vom Baujahr 99. Und wie ihr schon lesen könnt, haben wir so als kleinen Eyecatcher das Auto mit dem Spruch beklebt, perfekt, unperfekt. Warum? Du hast überall auf Messen, hast du glitzernde Autos, alles super shiny, alles ist perfekt. Alle versuchen so das Schönste, das Beste zu verkaufen. Jetzt dachte ich mir, schwimm doch ein bisschen gegen den Strom und versuche doch mal auch was Grottiges oder was nicht Perfektes mitzubringen. Das habe ich hier getan. Und das haben wir hier mit diesem Auto ganz deutlich gemacht. Leute, die auf der Messe waren, werden es dann sich bestimmt angeschaut haben und werden sich gedacht haben, warum steht hier perfekt, unperfekt? Wir haben auch extra einen Zettel mitgebracht, wo sich die Leute das durchlesen können. Und bei diesem Auto ist es eben so, der kommt aus Kalifornien, das Leder ist angegriffen, brüchig, spröde. Das ist einfach so ein kleiner Tribut, den man den zollen muss, wenn man ein Auto aus Kalifornien haben will. Ich möchte euch das gerne mal zeigen, wie das aussieht, damit ihr mal eine Vorstellung habt. Von außen geht er ja wirklich noch. Er hat ein, zwei Kratzer, Steinschläge, der hat auch an der Frontschürze einen Riss. Aber die Innenausstattung, die sieht wirklich wild aus. Wenn ich euch das mal hier so zeigen kann, da haben wir hier Ritze im Fahrersitz. Wir haben auch hier Leder, was hier einfach abgewetzt ist, weil halt hier immer schön der Arm dran ist, sehr schwitzige. Und das sind natürlich Dinge, die muss man machen. Das Auto ist deswegen nicht perfekt. Deswegen hat das Auto auch einen sehr, sehr attraktiven Preis. Und was auch sehr interessant ist, das Auto hat bereits deutschen TÜV, weil Risse oder irgendein zerborstenes Leder, das sind halt keine TÜV-relevanten Dinge. Der wird auch nächste Woche zugelassen, das heißt, dann hat er auch eine komplett deutsche Zulassung und dann ist das Thema erstmal erledigt. Das heißt, wenn jemand also sich das Auto selber fertig machen möchte, weil er sagt, ich bin Sattler und ich kann die Arbeiten wunderbar für mich alleine machen oder ich habe einen guten Sattler in der Hand, dann ist das genau sein Auto. Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, dieses unperfekte Auto nehmen wir mit auf die Messe, um auch so ein bisschen vielleicht zu provozieren, so ein bisschen die Gespräche anzuregen, um einfach mal zu gucken, wie die Leute reagieren. Ne? Und deswegen ist der SL600 dabei und der 560 SL. Ich bin sehr gespannt auf die Messe. Ich freue mich, wenn ich auch ein paar Leute von euch hier treffe, die mich ansprechen, wo man so ein paar coole Gespräche über Autos, Oldtimer und dergleichen führen kann. Wir freuen uns jetzt auf den Galaabend und auf die nächsten 4 Tage. Ansonsten sage ich vielen Dank erstmal. Das war's mit Teil 1. Teil 2 folgt bestimmt. Bis dann.